Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tonis Tourentipps. In meinem heutigen Film geht es um Filter, genauer gesagt um neutral dichte Filter oder auch Graufilter genannt. Viel Spaß beim Zuschauen! Aufmerksame Zuschauer erkennen den Ort vielleicht. Ich bin wieder im Ponlachgraben, wo ich schon mal ein Video von gemacht hatte. Und hier sind ja diese zahlreichen kleinen Wasserfälle. Und die sind optimal, um diese neutraldichte Filter genauer zu erklären. Es gibt diese Filter zum einen als Schraubvariante. Das heißt, die werden dann vorne auf den Filter draufgeschraubt. Und dann gibt es diese auch als sogenannte Einschubfilter. Das heißt, vorne auf das Objektiv kommt so ein Filterhalter drauf und da wird dann der Filter eingeschoben. Und generell dienen neutraldichte Filter oder auch Graufilter dazu, die Belichtungszeit zu verlängern. Und gerade wenn man solche Wasserläufe fotografieren möchte, dann bietet es sich hier an, diese so richtig schön weich fließend darzustellen. Man kann natürlich auch eine Momentaufnahme machen, wo man halt auch bei einem Wasserfall die einzelnen Tropfen noch erkennen kann. Aber ich persönlich finde es halt schöner, wenn das Ganze schön verformt ist. Und genau da kommen diese Neutraldichtefilter ins Spiel. Bei den Neutraldichtefiltern findet man oft zwei verschiedene Angaben. Einmal ein Wert ND, beispielsweise ND 3.0. Und dann steht dahinter 1000-fach. Das besagt Folgendes. Bei ND 3.0 hätte der Filter eine neutrale Dichte von 3,0. Und das 1000-fach besagt, dass sich die Belichtungszeit einfach um das 1000-fache verlängert. Und ich versuche euch das mal zu zeigen. Moment, vielleicht kann man das ja erkennen. Leider eher nicht. Aber hier würde es jetzt draufstehen, AIDA Slim ND 1,8 64-fach. Das heißt, dieser Filter hätte jetzt eine Neutraldichte von 1,8 und er würde die Belichtungszeit um den Faktor 64 verlängern. Ganz wichtig, wie bei allen Langzeitbelichtungen, ist natürlich ein stabiles Stativ und, falls ihr habt, ein Fernauslöser. Das kann ein Kabelfernauslöser sein, wie jetzt hier in dem Fall, oder aber auch ein Funkauslöser. Und manche Kameras bieten es sogar an, dass man mit dem Handy auslöst. Ihr merkt schon, es ist hier wieder ziemlich laut. Ich muss wieder schreien, damit ihr mich versteht. Deshalb werde ich jetzt einfach ein paar Fotos machen und später, wenn wir die dann bearbeiten am PC, werde ich alles genauer erklären. Aber da hinten der große Wasserfall, das ist der, den ich jetzt fotografieren werde. Wie ihr in den Filmen vielleicht gesehen habt, fing es an zu regnen, als ich angefangen hatte aufzunehmen und es wurde immer mehr und immer mehr. Deswegen bin ich jetzt ziemlich froh, wieder zu Hause zu sein. Allerdings musste ich den ganzen Test deshalb ein wenig abkürzen. Aber nur mal zur Erklärung. Also hier habe ich jetzt ein Foto gemacht, ohne Filter, ohne alles, bei Offenblende und bei ISO 1600, was bedeutet, dass die Belichtungszeit sehr, sehr kurz war, um das Wasser förmlich einzufrieren. Und man sieht es ja hier, hier sind quasi die einzelnen Tropfen zu erkennen, wie hier jetzt beispielsweise, da sieht man wirklich diese einzelnen kleinen Tröpfchen. Und beim nächsten Foto bin ich dann hingegangen und habe die ISO runter auf 100 gesetzt und die Blende auf F8 erhöht. Alleine dadurch hat sich natürlich die Belichtungszeit schon deutlich verlängert. Also bei ISO 400 und F2,8 war die Belichtungszeit ein 400stel Sekunde. Und bei F8 bzw. bei ISO 100 hatte ich schon eine Viertelsekunde Belichtungszeit. Und dadurch ist das Wasser schon cremiger geworden. Also wenn man jetzt hier den direkten Vergleich nochmal anschaut, hier wie gesagt die einzelnen Tröpfchen bei der eingefrorenen Belichtungszeit und hier, wo ich die Blende hochgesetzt hatte auf F8 und runter auf ISO 100. Und ja, wie gesagt, hier sieht man es schon, dass das Wasser anfängt richtig weich zu werden. Für das nächste Foto habe ich dann einen ND 1,8 genommen, der verlängert die Belichtungszeit nochmal um das 64-fache. Das sah dann so aus, dass wir hier auf 15 Sekunden gekommen sind. Das kann man auch grob überschlagen. Eine Viertelsekunde mal 60
sind ziemlich genau 15 Sekunden und dementsprechend ist das Ergebnis dann nochmal etwas cremiger, milchiger geworden. Ich versuche mal, beide Fotos an der ziemlich gleichen Stelle zu treffen. Hier sieht man es sehr schön bei F8 und ISO 100 ohne Filter und hier mit dem ND64. Ich denke, der Unterschied ist sehr gut zu erkennen. Ich hatte alternativ dazu auch noch ein ND 3.0 dabei mit einer Verlängerung der Belichtungszeit von Faktor 1000. Allerdings hätte ich dann im Bulb-Modus fotografieren müssen, also im Langzeitbelichtungsmodus. Und das war mir dann zu kompliziert, alles das auszurechnen, weil ich wollte auch die Fotos schnell im Kasten haben und nicht die ganze Zeit da im Regen stehen. Deshalb sind die Bilder hier auf maximal 30 Sekunden begrenzt, was halt möglich war, ohne in den Bulb-Modus hineinzugehen. Um das Ganze jetzt mal vergleichen zu können, werde ich das natürlich auch mal etwas aufhellen, so dass wir in etwa auf die gleiche Helligkeit des Bildes kommen. Aber wie gesagt, normalerweise hätte der Faktor mir eine wesentlich längere Belichtungszeit ermöglicht. Mehr ging aber halt mit der Kamera zu dem Zeitpunkt nicht. Interessant wird es aber gerade dann natürlich, wenn man an einem sonnigen Tag draußen fotografiert, wo die normale Belichtungszeit vielleicht bei 1/2000stel Sekunden wäre. Und wenn man dann den ND 3.0 mit Faktor 1000 einsetzt und runterkommt auf eine halbe Sekunde, ja, dann ist der Unterschied natürlich deutlich erkennbar. Jetzt unter den Bedingungen, wo es halt ohnehin in diesem kleinen Wald ziemlich düster war, ist der Unterschied jetzt nicht so extrem. Hier sieht man es auch nochmal. Das war jetzt diese eingefrorene Belichtungszeit, habe ich dann gar nicht mehr verwendet, sondern nur noch ohne Filter bei F8 und ISO 100. Dann sah das Ergebnis so aus. Bei dem ND 1,8 mit dem Faktor 64 sieht man vor allen Dingen hier in dem Bereich schon sehr schön, wie cremig das Wasser geworden ist. Und beim ND mit dem Faktor 1000 ND 3.0 hätte das Ergebnis so ausgeschaut. Auch das helle ich mal ein wenig auf. Und da erkennt man es schon unglaublich gut, wie absolut weich gezeichnet hier unten das Wasser wird. Ich habe natürlich noch mehrere Fotos gemacht. Hier haben wir noch mal eins, wo man ebenfalls sehr schön erkennen kann, die einzelnen Strähnen des Wasserfalls mehr oder weniger. Hier bei Blende F8 bei ISO 100, dann mit dem ND 1,8 Faktor 64 und bei ND 1000 sieht das Ganze dann schon so aus. Auch hier ist der Unterschied jetzt nicht mehr so extrem. Aber ich denke, er ist immer noch gut zu erkennen. Wenn wir hier auch noch mal ein bisschen reinzoomen, hier oben in dem Bereich erkennt man es, glaube ich, ganz gut. Es macht ein wenig aus. Aber auch hier wieder das gleiche Problem. Die Belichtungszeit war hier eben auf diese 30 Sekunden begrenzt. Ich hatte bei dem ND64 schon 10 Sekunden. Das heißt, ich hätte hier überschlagen ungefähr, ja, 200 Sekunden belichten können und dann wäre das ein normal belichtetes Bild gewesen und natürlich dementsprechend hätte ich länger das Wasser aufgenommen und es wäre noch um ein Vielfaches weicher geworden. Und eigentlich hatte ich halt vor, nur diesen einen großen Wasserfall zu fotografieren, aber ich hatte dann trotz des Regens wieder so viel Spaß an der ganzen Geschichte entwickelt, dass ich dann noch mehr Fotos erstellt habe, auch von einigen der anderen Wasserfälle. Und diese Fotos werde ich jetzt einfach nochmal schnell entwickeln und sie dann gleich als kurze Diashow zeigen. Es sind ja nur, ich glaube, 6, 7, 8 Bilder, das geht also recht fix. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich habe jetzt mal ein paar Bilder im Kamera-RAW-Filter in Photoshop entwickelt. Ich arbeite halt lieber mit dem Kamera-RAW-Filter in Photoshop als wie mit Lightroom direkt. Hin und wieder entwickle ich auch mal was in Lightroom, aber Photoshop liegt mir da einfach besser. Ich weiß auch nicht genau warum. Die Bilder sind ganz normal entwickelt worden. Also ich habe lediglich die Belichtung korrigiert. Hier und da Farbton und Sättigung etwas angehoben, beziehungsweise den Dynamikumfang. Aber es sind noch keine weiteren Filter darauf angewendet worden. Und ich habe mich halt generell nicht immer für ein
langzeitbelichtetes Foto entschieden. Also ich habe nicht immer speziell ein Foto genommen, wo jetzt der ND 3.0 genommen wurde, sondern hin und wieder habe ich mir gedacht, ja gut, hier mit Blende F8 und ISO 100 komplett ohne Filter war es halt am schönsten, weil man hier noch so ein wenig Struktur drin hat. Hier hingegen habe ich mich für das Foto entschieden, wo halt der ND 3.0 mit tausendfacher Belichtungszeit genommen worden ist, weil mir der Stil einfach besser gefiel mit diesem cremigen hier. Und hier habe ich mich für den ND 64 entschieden, weil bei dem komplett ohne Filter war mir die Struktur hier noch zu hart, vor allen Dingen hier unten in dem Bereich sah das alles noch aus wie mehr oder weniger ein Schnappschuss. Und beim ND 3.0 mit tausendfacher Belichtungszeit war das so weich gezeichnet, dass überhaupt keine Struktur mehr enthalten war. Hier habe ich also halt dann den ND 1,8 mit 64-facher Belichtungszeit gewählt. Und was ich eigentlich sagen möchte ist, man kann nicht generell sagen, nimm halt den Filter für Langzeitbelichtungen bei Wasser oder nimm halt den Filter. Man sollte es immer spontan entscheiden. Natürlich hat man nicht immer gleich mehrere Filter dabei, denn es gibt ja diese Graufilter oder diese Neutraldichtefilter, gibt es ja in ziemlich vielen verschiedenen Stärken. Den stärksten, den ich habe, der hat einen Faktor von 100.000. Das heißt, der verlängert die Belichtungszeit um den Faktor 100.000, was schon wirklich brachial ist. Und so einen Filter würde ich jetzt nur verwenden, wenn ich zum Beispiel mitten in einer Großstadt einen Marktplatz fotografieren will, ohne dass da Menschen drauf sind. Denn durch diesen Filter kann ich halt extrem lange belichten. Und wenn die Menschen sich bewegen und ich habe dann mehrere Aufnahmen erstellt und kann die dann median verrechnen lassen, dann würde ich auf diese Art und Weise die Menschen herausrechnen oder zumindest so unkenntlich machen, dass ich mit keiner Klage wegen der DSGVO rechnen muss. Aber sonst braucht man so einen extrem starken Filter eigentlich nicht. Der ND1000 ist schon der Filter, der für mich eigentlich das obere Limit darstellt. Und der ND64. Das sind eigentlich auch die zwei Filter, möglicherweise drei Filter, die ich empfehlen würde. Ein ND0,9. Der verlängert die Belichtungszeit um den Faktor 8. Ein ND64, Entschuldigung, ein ND 1,8 mit dem Faktor 64 und ein ND 3,0 mit dem Faktor 1000. Das sind so die drei Filter, die ich im Neutraldichtebereich auf jeden Fall empfehlen würde. Und darüber hinaus braucht es eigentlich nichts. Wie gesagt, hier habe ich mich jetzt wieder für ein Foto entschieden mit ND 3,0. Faktor 1000, weil hier sah das halt ziemlich cool aus, dass hier vorne der Bereich es ist sehr stark weich gezeichnet, so ja, leicht schmuddelig sieht es schon fast aus und extrem weich, wobei die Blätter hier natürlich alle noch schön scharf gezeichnet sind. Das ist aber auch nicht immer so der Fall. Das zeige ich euch gleich. Hier habe ich dann wieder das Foto genommen, welches mit dem ND 1,8 entstanden ist, also mit 64-facher Belichtungszeit, weil komplett ohne Filter waren. Hier die Struktur schon fast in Ordnung, das hat mir schon gefallen vom Weichzeichnungsgrad her, aber hier unten war es mir zu unruhig, zu wild. Und erst durch das leichte Verschwimmen des ND 1,8 passt es wunderbar zusammen. Man hätte hier wahrscheinlich auch eine Mischung machen können aus zwei Bildern. Das heißt, hier den Bereich vielleicht komplett ohne Filter, dass hier etwas mehr Struktur drin wäre und hier unten dann das Foto von dem ND 1,8. Und dann zuletzt noch ein Foto. Das hatte ich mit dem ND 3,0 Faktor 1000 aufgenommen und man sieht es ist leider verwackelt. Also ich hatte schon ein sehr stabiles Stativ dabei. Ich weiß auch nicht genau, warum es verwackelt ist, weil der Boden hier, der war, ja gut, vielleicht war der etwas zu lehmig, dass das Stativ während der Aufnahmezeit noch leicht abgesackt ist, weil es ist ja keine komplette Verwackelung. Man sieht es zwar, dass es unscharf ist, aber das ist basierend darauf, dass es nur minimal verrutscht ist. Ich kann das zwar jetzt retten, indem ich hier, das ist auch das einzigste Mal, wo ich einen Filter angewendet habe, indem ich hier bei Filter auf Scharfzeichnungsfilter Verwacklung reduzieren gehe. Aber damit wäre das Bild zwar zu retten, aber man sieht es schon, es wird sehr grisselig, es wird sehr unschön. Schade. In dem Fall würde ich halt das Foto dann nehmen mit dem ND 1,8 bzw. mit der 64-fachen Belichtungszeit. Und ihr seht es,
Auf diese Art und Weise kann man halt wunderbare Fotos gerade von Wasser erstellen. Andere Anwendungsmöglichkeiten wären zum Beispiel Lichtspuren von Autos. Wenn man abends in der Dämmerung fotografiert, wo es noch nicht ganz so dunkel ist, da würde man, könnte man zwar lange belichten, aber dann würden viele Bereiche des Bildes total überbelichten. Auch dann nimmt man zum Beispiel einen Neutraldichtefilter. Es muss dann nicht unbedingt der ND 3.0 mit 1000-facher Belichtungszeit sein. Da würde vielleicht auch schon der mit 64-facher Belichtungszeit ausreichen. Und man kann dann halt einfach länger belichten, ohne dass die meisten Teile des Bildes überbelichtet werden. Und so erzeugt man die Strichspuren von Autos. Das wäre halt ein weiterer Anwendungsfall. Oder halt, wie ich vorhin gesagt habe, auf dem Marktplatz, wenn man die Personen wegretuschieren möchte. Und das war es zu den ND-Filtern, zu den Neutraldichte-Filtern. Die Einschubfilter habe ich jetzt nicht verwendet. Da wäre halt einer bei gewesen mit ND, mit dem Belichtungsfaktor 100.000. Aber ihr habt es ja gesehen, es war in dem Bereich schon so dunkel, dass ich mit dem ND 1000 schon kaum Veränderungen zum ND 64 klar machen konnte. Und deshalb habe ich mir das einfach gespart, damit zu fotografieren. Wenn sich irgendwann mal die Möglichkeit ergeben sollte, dass ich in eine Aufnahmesituation gerate, wo ich den verwenden kann, also diesen ND, ich weiß nicht, was es für ein ND ist, auf jeden Fall Faktor 100.000, dann werde ich den einfach mal einsetzen und dann nochmal ein kleines Video, vielleicht in einem anderen Video, wo ich etwas anderes erkläre, den auch nochmal präsentieren und genauer erklären und zeigen, wie sich das dann da auswirkt. Das war's für heute. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr Interesse an den Neutraldichtefiltern bekommen. Ich persönlich kann die von Haida sehr empfehlen. Ich habe allerdings auch schon welche gehabt, die sehr günstig aus China geliefert worden sind. Die hatten kleinere Abstriche, also da kam es zu leichten Farbverfälschungen und sowas. Aber für den Anfang würden es die auch tun. Wie gesagt, ich persönlich finde die Haida super klasse. Da kosteten drei Stück zusammen um die, ich glaube 120 Euro war es für alle drei zusammen, das waren dann wirklich schon hochwertige. Es gibt aber auch noch teurere. Also nach oben hin sind da meiner Meinung nach oder meines Wissens nach kaum Grenzen gesetzt. Ihr könnt da also leicht auch 250, 300 Euro für einen einzigen Filter ausgeben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr zukünftig keine Videos mehr. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Toni.